Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA geht der Präsidentschaftswahlkampf in die entscheidende Phase. 4 Tage vor der Wahl liegen Amtsinhaber Obama und Herausforderer Romney in den Umfragen dicht beieinander. Heute gab es noch einmal neue Daten zum US-Arbeitsmarkt. Danach ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen. Für die oppositionellen Republikaner Zeichen einer verfehlten Wirtschaftspolitik des Präsidenten. Obama reklamiert für sich, dass mehr neue Jobs geschaffen wurden als erwartet. Die letzten Arbeitslosenzahlen vor der Wahl erreichen den Präsidenten im heftig umkämpften Ohio. Gut gelaunt präsentiert Obama die 171.000 neuen Jobs als Erfolg für seine Politik. Dass auch die Arbeitslosenzahl leicht gestiegen ist, von 7,8 auf 7,9%, erwähnt er nicht. Wir haben heute Morgen gelernt, dass Unternehmen mehr Menschen Jobs geben als in den letzten 8 Monaten. Unsere Autoindustrie ist wieder zurück an der Spitze und auch die Immobilienwerte und der Bausektor steigen an. Noch immer aber sind 23 Millionen Menschen arbeitslos und die meisten neuen Stellen sind Billigjobs. Herausforderer Romney wertet dies als Beweis für das Versagen Obamas. Es gibt heute mehr Arbeitslose als zu Beginn der Amtszeit Obamas. Er versteht einfach nicht, wie man Jobs schafft. Die enormen Verwüstungen durch Wirbelsturm Sandy und die wirtschaftlichen Schäden von rund 50 Milliarden Dollar werden die langsam anspringende US-Wirtschaft zusätzlich belasten. Die Arbeitslosenzahlen sind eindeutig, wie sie zu interpretieren sind, jedoch nicht. Der Wahlkampf konzentriert sich jetzt wieder auf Wirtschaftspolitik, ein Terrain, auf dem Herausforderer Romney punkten kann. Obama aber kann darauf verweisen, es geht wieder bergauf. Und in entscheidenden Staaten wie Ohio, Wisconsin oder Virginia liegt die Arbeitslosenquote ohnehin weit unter dem nationalen Schnitt. Es bleibt also spannend bei dieser Wahl. Im Nordosten der USA müssen Hunderttausende Menschen mit dem Nötigsten versorgt werden. Wasser, Lebensmittel und Benzin sind knapp. Die Zahl der Menschen, die infolge von Wirbelsturm Sandy ums Leben kamen, ist auf mehr als 100 gestiegen. 40 Tote gab es allein in New York. Dort haben etwa 500.000 Menschen nach wie vor keinen Strom. New York City kämpft immer noch mit den Wassermassen, die Hurricane Sandy in die Stadt gespült hat. Unterführungen von Hauptverkehrsachsen, aber auch Teile der U-Bahn-Tunnel stehen nach wie vor unter Wasser. Im Süden Manhattans sind rund 460.000 Menschen noch ohne Strom. Menschen stehen Schlange an den Bushaltestellen, weil nur ein Teil der New Yorker U-Bahn fährt. Das soll sich in den nächsten 24 Stunden bessern. Benzinmangel in New York City. Nur ein kleiner Teil der Tankstellen hat Strom für die Benzinpumpen. Viele sind außerdem vom Nachschub abgeschnitten, denn auch Raffinerien fehlt der Strom für die Pumpstationen. Bürgermeister Bloomberg versprach aber heute Mittag New Yorker Zeit eine rasche Verbesserung der schwierigen Lage. Der Strom für eine der wichtigsten Pipelines in die Stadt hinein sei wieder angestellt, sagt er und verspricht, dass wichtige Teile Manhattans in den nächsten 24 Stunden wieder mit Strom versorgt werden. Noch gestern Abend hatte er sogar für eine wichtige politische Nachricht gesorgt. Sie betrifft die Wahlen und die Politik in Washington. Ich habe den Präsidenten angerufen, sagt Vizepräsident Joe Biden bei einer Wahlveranstaltung und ihm gesagt, der Bürgermeister von New York hat sich für Präsident Obama ausgesprochen. Die Nationalgarde verteilt in Manhattans East Village seit heute Mittag umsonst Lebensmittel für Familien, die wegen fehlendem Strom nicht kochen können. Bilder, die man sich noch vor einer Woche in New York nicht hätte vorstellen können. Bund und Länder wollen die Energiewende in Deutschland vorantreiben. Bundeskanzlerin Merkel und die 16 Ministerpräsidenten verständigten sich heute in Berlin darauf, ihre bisher unterschiedlichen Konzepte bis zum nächsten Sommer in einen gemeinsamen Plan münden zu lassen. Auf dem Treffen ging es unter anderem um den Netzausbau und die sichere Versorgung mit Energie. Der Bund will den Anteil erneuerbarer Energien von derzeit 25% bis 2020 auf bis zu 40% steigern. Die Umweltverbände trommeln nicht nur für eine schnelle Energiewende, sie drängen auch darauf, dass sie bezahlbar bleibt. Der Umweltminister weiß um die Wucht der Kostendebatte und versichert, die Bundesregierung habe die Strompreise im Blick. Die Kosten müssen am Ende für die Volkswirtschaft insgesamt
und für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger und auch Wirtschaftsteilnehmer, Handwerker, Gewerbetreibende, Mittelständler bezahlbar sein. Schon vor dem Treffen waren die Ministerpräsidenten dem Bund entgegengekommen. Die Länder sind bereit, ihre 16 Einzelpläne zurückzuschrauben und einem nationalen Ausbaukonzept unterzuordnen. Die Kanzlerin zufrieden. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können wissen, dass wir uns gemeinsam dem Ziel der Energiewende verpflichtet fühlen. Und ich habe jedenfalls heute den Geist gespürt, dass wir das auch schaffen wollen und vielleicht auch schaffen können. Eindeutig auch das Bekenntnis zur Offshore-Windenergie. Die südlichen Bundesländer haben ihren Widerstand aufgegeben. Der Norden nimmt es erfreut zur Kenntnis. Falls Sie gleich fragen sollten, ob wir jetzt schon einen neuen Strommast irgendwo aufgebaut haben sollten, das haben wir heute noch nicht. Aber die das machen, die haben jetzt Signale, dass das nicht mehr lange dauern wird. Der Umweltminister soll das Fördergesetz für erneuerbare Energien so umbauen, dass es die Energiewende steuert, ohne sie zu verteuern. Bund und Länder ziehen bei der Energiewende an einem Strang immerhin. Doch wie viel diese neue Geschlossenheit wert ist, wird sich noch zeigen. Dann, wenn es an die Details geht. Wenn der Bund die Ökostromförderung zum Beispiel begrenzen will oder beim Netzausbau, wenn der Bund mehr Kompetenzen von den Ländern einfordert. Wo die Probleme beim Netzausbau liegen und wie mögliche Lösungen aussehen könnten, dazu finden Sie Hintergründe und Analysen auf tagesschau.de. Mit mehreren Streitthemen innerhalb der Koalition wollen sich CDU, CSU und FDP am Sonntag beschäftigen. FDP-Fraktionschef Brüderle schraubte im Handelsblatt die Erwartungen an das Treffen des Koalitionsausschusses allerdings herunter. Ob man sich schon jetzt einigen könne, sei unklar. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Praxisgebühr, die Rentenpläne und das Betreuungsgeld. Kritik an dieser geplanten Leistung kam vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Präsident Driftmann nannte das Betreuungsgeld in der Welt unnötig und teuer. Historische Premiere im Bundesrat. Mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann hat von heute an erstmals ein Grünen-Politiker den Vorsitz in der Länderkammer. Ein Jahr lang wird der 64-Jährige als Präsident die Sitzungen leiten und den Bundespräsidenten vertreten, falls das Staatsoberhaupt verhindert ist. In seiner Antrittsrede sprach sich Kretschmann für mehr Transparenz und Bürgernähe des Bundesrates aus. Die Verfahren und Abläufe seien oft schwer oder gar nicht verständlich. Es sei ihm ein Herzensanliegen, den Föderalismus populärer zu machen. Die bei Gericht praktizierten Absprachen zur Verkürzung von Strafverfahren sind in die Kritik geraten. Eine Studie im Auftrag des Bundesverfassungsgerichts hat ergeben, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen Richter und Anwälte die gesetzlichen Regelungen oft ignorieren. So würden zum Beispiel Geständnisse nur nachlässig überprüft, um komplizierte Prozesse abzukürzen. Das Bundesverfassungsgericht wird sich kommende Woche mit dem Thema befassen. Vor dem Gericht muss im Rechtsstaat jeder gleich behandelt werden. Auch dafür steht die Justitia, die Göttin des Rechtsfriedens. Nach der heute bekannt gewordenen Studie halten sich viele Richter beim sogenannten Deal nicht an das Gesetz, kungeln an der Strafprozessordnung vorbei. Zum Beispiel wird unerlaubt abgesprochen, dass der Angeklagte auf Rechtsmittel verzichtet, also weder Berufung noch Revision einlegt. Geständnisse werden oft nicht auf den Wahrheitsgehalt überprüft. Zudem wird auch häufig über den Führerscheinentzug gedealt. Das Gesetz verbietet dies ausdrücklich. Grundsätzlich sind Verfahrensabsprachen im Strafprozess aber zulässig in Deutschland. Auf den ersten Blick erscheint es sicherlich befremdend zu sein, weil eigentlich entscheidet das Gericht und es entscheidet allein nach Gesetz und Recht und nicht nach dem, was die Parteien im Verfahren absprechen. Trotzdem gibt es seit über 30 Jahren dieses Phänomen und es ist auch, glaube ich, in der Praxis notwendig, weil viele komplizierte Verfahren ohne gewisse Absprachen gar nicht in der vernünftigen Zeit zum Ende gebracht werden könnten. Um langwierige Prozesse zu beschleunigen und Gerichte zu entlasten, wird dem Angeklagten für das Ablegen eines Geständnisses ein bestimmter Strafrahmen versprochen. 2009 stellte der Gesetzgeber erstmals Regeln für den Deal auf. Die Studie zeigt, dass diese in Nordrhein-Westfalen nur unzureichend beachtet wurden. Und es ist anzunehmen, dass sich die Justiz im Rest der Republik ähnlich verhält. Die gesetzlichen Regelungen zum Deal sind also offenbar unzureichend. Am Mittwoch verhandelt das Bundesverfassungsgericht die Vereinbarkeit der Regelungen mit dem Grundgesetz. Ein späteres Urteil könnte Klarheit bringen für die Richter im Land. In Berlin haben 15 Asylbewerber ihren Hungerstreik nach mehr als einer Woche abgebrochen. Die Gruppe will allerdings noch einige Tage vor dem Brandenburger Tor ausharren, um weiter gegen die Lebensbedingungen von Asylbewerbern in Deutschland zu protestieren.
Gestern hatten die Flüchtlinge mehrere Stunden mit der Integrationsbeauftragten des Bundes Böhmer verhandelt. Beide Seiten vereinbarten ein Treffen mit Bundestagsabgeordneten. UN-Experten überprüfen die Echtheit eines Videos, das Kriegsverbrechen syrischer Rebellen zeigen soll. Die Aufnahmen sollen nach einem Angriff von Aufständischen nahe der Stadt Sarakib im Norden des Landes entstanden sein. Das Amateurvideo zeigt mutmaßliche Rebellen, die gefangene Soldaten schlagen und treten. Einige Männer liegen am Boden und sind offenbar verletzt. Die Gefangenen sollen dann erschossen worden sein. Die Echtheit der Bilder konnte noch nicht geklärt werden. Ein Missbrauchsskandal erschüttert die Menschen in Großbritannien. Als Moderator von Jugendsendungen und Musikshows der BBC war Jimmy Savile äußerst beliebt. Nach seinem Tod vor einem Jahr wurden Vorwürfe laut, dass Savile jahrzehntelang Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben soll. Nach Ausstrahlung eines TV-Berichts Anfang Oktober stieg die Zahl der mutmaßlichen Opfer auf mehr als 300 an. Erst wurde Saviles Vermögen eingefroren und ein weiterer Prominenter vorübergehend festgenommen. Erneut muss Freddie Starr zur Polizei für weitere Fragen. Gestern hatten sie den TV-Komiker vorübergehend festgenommen. In seinem Haus läuft die Spurensuche. Der in Großbritannien sehr bekannte Fernsehstar soll vor Jahren in der Künstlergarderobe die damals minderjährige Karen Ward missbraucht haben. Ich wurde schrecklich, schrecklich gedemütigt von Freddie Starr. Seine Hände waren einfach überall. Er begrapschte mich. Ich hatte Angst. Es war furchtbar. Missbrauch wirft sie auch Freddie Starrs Kollegen vor, dem Mann im Zentrum des Skandals, Jimmy Savile. Der BBC-Moderator von Sendungen wie Top of the Pops soll sich bei Dreharbeiten an Kindern vergangen haben, auch in Heimen und Krankenhäusern, für die er Spenden sammelte. Er starb 2011. Jetzt melden sich immer mehr Menschen beim Kinderschutzbund und der Polizei als Opfer von Savile. 300 bisher, ein schrecklicher Rekord. Wie oft bei solchen Fällen gibt es Menschen, die schon früher gesagt haben, da geht was Ungutes vor. Aber man glaubte ihnen nicht. Andere schwiegen. Der Grund war derselbe. Savile war berühmt und mächtig. Der Fall stürzt die BBC in ihre schwerste Krise. Sie ignorierte Hinweise gegen ihren Star-Moderator Savile und unterdrückte Berichte, lauten die Vorwürfe. Die BBC und ihr Chef Entwistle sind in Erklärungsnot. Warum konnten sich die Täter offenbar ungehindert an so vielen Kindern vergehen? Es gibt noch viele offene Fragen bei den Ermittlungen im wohl größten Missbrauchsskandal der britischen Geschichte. Im australischen Hobart sind Verhandlungen über neue Meeresschutzgebiete in der Antarktis gescheitert. Geplant war unter anderem die Schaffung eines 1,6 Millionen Quadratkilometer großen Schutzgebietes in der Rosssee, dem am besten erhaltenen Meeresökosystem der Welt. Die Verhandlungen scheiterten aber an den Bedenken Chinas, Russlands und der Ukraine. Sie befürchten Beschränkungen für die Fischerei. Umweltschützer kritisierten das Scheitern. Das im Januar gekenterte Kreuzfahrtschiff Costa Concordia ist gesichert. Mit diesem ersten Bergungsschritt soll verhindert werden, dass das 290 Meter lange Schiff abrutscht. In einem nächsten Schritt werden Container am Rumpf mit Wasser befüllt, die Costa Concordia aufrichten helfen. Stahlträger am Meeresboden sollen sie anschließend stabilisieren. Ende Mai, so der Plan, wird das Schiff dann in eine Werft geschleppt und verschrottet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 3. November. Über dem Nordwesten Europas liegt eine umfangreiche Tiefdruckzone. Kleine Randtiefs, die in schneller Folge vom Ärmelkanal nordostwärts ziehen, bescheren Deutschland einen teilweise stürmischen Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen. Heute Nacht ziehen zum Teil kräftige Regenfälle Richtung Nordosten. An der Nordsee sind auch Schauer und kurze Gewitter unterwegs. Von Westen lockert es wieder auf. Im äußersten Süden und im Norden zeigt sich morgen die Sonne. Sonst ist es oft stark bewölkt und es breitet sich schon bald wieder neuer, zum Teil kräftiger Regen aus. Heute Nacht sind stürmische, in den Hochlagen orkanartige Böen möglich. Morgen weht der Wind mäßig bis frisch mit starken, zum Teil mit steifen Böen. Im Bergland drohen noch schwere Sturmböen. 2 Grad heute Nacht am Alpenrand und im Harz, 10 am Oberrhein. Dort morgen bis 19, im Sauerland frische 7 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es wechselhaft. Mal Sonne, mal Wolken mit Regen oder Schauern. Dabei wird es kühler und in der neuen Woche ist im höheren Bergland auch wieder Schnee dabei.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: Wahlen nach Zahlen. Wem helfen die neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt? Und Tatort Investmentbank. Ein Insider packt aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.